wundervolle Statue mit dieser wundervollen Geschichte, die uns allen ja ein wundervolles Vorbild sein sollte, steht sogar am Europaparlament. Herzlich willkommen beim Lügenbrecher in unserer Reihe Unerzählt. Da geht es um die Geschichte zwischen Apostelgeschichte und ja, dem 19. Jahrhundert. Und wir haben ja letztes Mal wirklich diese spannende Geschichte von den zwei Märtyrern gehört und gesehen. Und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch noch an, weil es baut alles aufeinander auf. Wir kommen jetzt wirklich an Schätze dran und an Dinge dran, wo ich auch wirklich teilweise vom Hocker gehauen bin, weil ich das einfach nicht wusste. Ich zeige euch jetzt nochmal hier den Zeitstrahl. Also das hier ist auf der einen Seite, seht ihr diesen roten Teil, das ist ja die Zeit der verfolgten Kirche. Und da gibt es also ungefähr 46 Kaiser, über knapp 300 Jahre wurden die Christen verfolgt. Also man kann ja wirklich sagen, seit Jesus auf der Welt ist, wird er verfolgt und später dann die Nachfolger und die Jünger werden verfolgt. Auch heute ist tatsächlich, ich habe es heute frisch recherchiert, das Christentum die heftigst, schwerst verfolgteste Religion der ganzen Welt. Was mich auch ziemlich schockiert hat, weil eigentlich denke ich, meine Herren, wenn man so die IS sieht, ja, der Islam, gerade hier der Terroranschlag von Russland, sowas müsste doch eigentlich viel mehr verfolgt werden, weil es doch recht brutal ist. Aber heute ist das ja irgendwie ganz anders. Da ist richtig manchmal nicht mehr richtig und böse auch nicht mehr böse und das wird dann umgedreht. Also stattdessen werden die Christen verfolgt, weil sie so schlimm sind. Gut, also damals, wenn ihr jetzt nochmal diesen roten Bereich seht, waren diese Verfolgungen sehr schlimm. Aber das halte ich nochmal fest vom letzten Mal, gerade bei diesen zwei Märtyrerinnen, ja, das ist, hat mich sehr gepackt, diese Geschichte. Ich habe euch Originaltexte beim letzten Mal vorgelesen. Die meisten Bekehrungen haben tatsächlich deshalb stattgefunden, weil Menschen gesehen haben, wie diese Christen in den Tod gegangen sind. Das war so eine Power, so eine Autorität. Ja, ich habe jetzt noch irgendwie, es war wie so ein Film, als ich das gelesen habe, wie Perpetua und auch ihr Bruder sich an diese Volksmenge, die sich an diesen ganzen Grausamkeiten ja ergötzt haben, sie wirklich zurechtgewiesen haben. Lass uns diesen Satz im Kopf behalten, dass sie der Menge sagen, ihr seht jetzt, wie wir hier gerichtet werden, aber euch wird der lebendige Gott richten. Und da war ja wirklich Rage und Zorn und daraufhin haben sie dann gebrüllt, sie sollten ausgepeitscht werden und was weiß ich. Aber das war wirklich, ja, also dann kann man sich immer nur fragen, das kann gar nicht anders sein, das ist jetzt meine persönliche Meinung, das kann nur der Geist Gottes sein, das ist meines Erachtens fast eine größere Kraft wirken des Geistes Gottes, dass er das mit so vielen Christen über so lange Zeit gemacht hat, als wenn ich jetzt einen Dämon austreibe oder Kranke heile. Das ist toll, das ist super und das ist definitiv auch passiert. Aber das Signifikanteste war, dass die Christen einfach so leidenschaftlich für Jesus brannten und so, ich sag mal, wirklich erfüllt waren von dem Drang, dass die ganze Welt sich zu Jesus bekehrt. Das war's. Sie sollten alle ihre Knie beugen, denn Jesus kommt wieder und wird die Welt richten. Jetzt seht ihr, ist dieser rote Teil und ihr seht dann ab 313, die sogenannte konstantinische Wende, wo wir heute darauf zu sprechen kommen, ist es grau, weil es tatsächlich ein absoluter Schnitt war von einer absoluten Verfolgung der Christen. Man schätzt ungefähr, also die Zahlen zu kriegen war recht schwer. Es gibt keine definitiven Zahlen. Es gibt Schätzungen, mit denen man flächendeckend doch recht übereinstimmt, dass zwischen 5 bis 10% damals der Bevölkerung Christen waren. Was ich doch sehr erstaunlich fand.
dass es eben so groß war. Und deswegen war es ja auch ein Dorn im Auge. Und gerade dieser Diokletian hat ja wirklich gedacht, er muss jetzt diese Christen wirklich eliminieren. Und ihr seht dann 313, ihr seht diese graue Fläche, die geht ja, also da es ist schwimmend, wie dieses Reich, also das Christentum oder auch ja, das Christentum als Staatsreligion. Das Christentum hat ja wirklich das ganze Römische Reich erfasst. Das werden wir Video für Video genau untersuchen, was da genau passiert ist. Aber die meisten Christen denken so bis, ja, 1500 nach Christus wahrscheinlich. Luther, der ja die Kirche befreit hat vom Staat, und dann begann eine Säkularisierung, die ungefähr dann nochmal 350 Jahre dauerte, weil das Christentum so stark war. Also das war ein Gigant, man kann sich das so vorstellen, den in die Knie zu zwingen, das brauchte unglaublich viel Kraft und unglaublich viel Zeit, weil es in der Bevölkerung tief, tief, tief verwurzelt war. Und dann erinnern wir uns, also Luther, danach war eine Zeit der Säkularisierung, die ich rede mal ganz von mir, ich dachte immer, das war eine sehr gute Zeit. Also da ist ja die Menschheit einfach so ein bisschen befreit worden und das Christentum, letztens habe ich jemanden gehört, der das verglichen hat, das Christentum wieder zu dieser Urgemeinde wurde. Wir gehen dahin, ob das wirklich wahr ist, aber ich sag mal so, was da so im Kopf ist. Und dann, jetzt haben wir die Christen, die dann nichts mehr mit Staat und der ganzen Welt zu tun haben, in kleineren Kirchen. Und das ist so in unserem Kopf, so muss es sein. Das ist jetzt die echte Theologie. Wir haben jetzt die Wahrheit erkannt. Wir leben das echte Christentum so wie damals die Urkirche. Meine tolle Mitarbeiterin Lydia meinte ja letztens nach dem Video mit den beiden Märtyrerinnen zu Recht: Ich frage mich, wenn wir alle doch so sind wie die Urkirche, warum wir nicht verfolgt werden? Da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Regierung für uns und findet Christentum richtig und super und ja, die Welt ist durch Gott erschaffen und ja, die Gebote Jesu sind genau richtig. Oder sie ist es nicht, und dann steht wortwörtlich in Timotheus drin: Jeder, der fromm ist, der Gott nachfolgt, muss, steht da drin, Verfolgung erleiden. Ja, irgendwas stimmt da ja nicht. Also, kann es sein, ja, dass diese heutige Kirche, das heutige Christentum gar nicht so nah an der Wahrheit dran ist, wie wir denken, an Jesus Christus definitiv. Aber da irgendwas, kann es sein, dass etwas fehlt? Wir werden nicht verfolgt, und statt dass wir die Gesellschaft beeinflussen, beeinflusst die Gesellschaft uns. Mehr und mehr Freikirchen bekennen sich zu LGBTQ. Okay, jetzt ist meine Frage: Kann es sein, dass in diesem grauen Feld, ich zeige es euch nochmal, das sind über 1000 500 Jahre, wie eine Blackbox. Wenn wir überhaupt an diese Zeit denken, ich auf jeden Fall, ich dachte an Hexenverbrennung, irgendeine ka komische katholische Kirche mit komischen Hüten, die irgendwie bis zur Decke gehen und Leuten, die wirklich nichts mit Jesus zu tun haben und nur so tun, also die katholische Kirche nur als Machtinstrument dienen. Also das ist in dieser Blackbox drin. Und jetzt ist meine Frage: Kann es sein, dass da was ganz anderes drin ist? Dass in dieser Zeit etwas passiert ist, was so wichtig ist und vor allem, was wir alle verloren haben. Ich möchte euch mal einen Vergleich machen. Also, Gott hat die ganze Geschichte geschrieben. Dafür sind wir alle einer Meinung. Vom ersten bis zum letzten Tag. Er hat die Welt erschaffen. Er hat die Menschheitsgeschichte erschaffen. Jeder Tag steht in seinem Buch drin. Wir nehmen jetzt mal diese 1500 Jahre. Ich reduziere es mal darauf. Diese Blackbox, in der anscheinend die Christen
weit weg von dem gelebt haben, was sie eigentlich leben sollten, außer kleinen Gruppierungen. Das waren dann irgendwelche Missionare. Davon wird dann schon hier und dort mal berichtet. Aber die katholische Kirche war da weit, weit weg, also die große Bevölkerung. Nehmen jetzt mal diese 1500 Jahre und jetzt zeige ich euch mal die Zeit vor Christus. Die Zeit vor Christus, wenn wir 4000 vor Christus ungefähr, hat Gott Adam und Eva erschaffen. Wenn wir diese ganze Geschlechtsregister durchrechnen, kommen wir ungefähr auf diese Zahl. Und wenn wir diese 1500 Jahre nehmen, in denen angeblich Gott gar nichts gemacht hat, außer mit kleinen Gruppierungen irgendwo missioniert und er hat sozusagen zugeguckt und gewartet, bis endlich die katholische Kirche fällt. 1500 Jahre. 1500 Jahre war das Christentum im absoluten Irrtum, weil es sich mit der Politik verbunden hat. 1500 Jahre. Und wir jetzt da in unseren 100 Jahren haben endlich, hat Gott uns zur Wahrheit zurückgeführt. Jetzt gucken wir mal, wie viel Zeit vor Jesus diese 1500 Jahre waren und was in dieser Zeit passiert ist. Und wenn wir das tun, werdet ihr auf dem Bild sehen, heißt, ist 1500 Jahre vor Christus ist das Volk Israel aus Ägypten gezogen. Man kann so sagen, da hat es erst richtig begonnen. 100 Jahre davor hat Abraham begonnen. Also man kann eigentlich sagen, etwas mehr wie 1500 Jahre, 1300 Jahre davor, kann man jetzt nicht ganz genau berechnen, muss man auch nicht, aber man kann sagen, dass in dieser selben Zeit vor Jesus Gott seine Hauptgeschichte geschrieben hat. Da ist ständig was passiert. Da hat Gott ständig gelenkt und gemacht und getan. Da ist das Volk Israel nach Israel eingewandert. Da ist das Land eingenommen worden. Da kamen die Könige. Da war David, der große König, der gegen Goliath gekämpft hat. Da gab es das Exil. Da sind die Israeliten nach Babylon gekommen. Da gab es Daniel in der Löwengrube. Dann sind sie wieder zurückgefunden. Also diese ganzen Geschichten, Gott war immer schon hochaktiv. So, und jetzt soll man auf den Gedanken kommen, dass in der Zeit vor Jesus war Gott ständig am Wirken. Er hat ständig ganz viel gemacht und zwar die ganze Menschheitsgeschichte beeinflusst. Und plötzlich, ausgerechnet nach Jesus, wo ja der neue Bund ist, wo es ja eigentlich erst richtig losgeht, dreht Gott 1500 Jahre Däumchen? Also ihr glaubt das so, ja? 1500 Jahre. Okay, gut. Ich habe das mal so ein bisschen witzig gemacht. Weil wir werden nämlich heute diesen grauen Bereich betreten. Und da fängt es nämlich schon sehr an, dass die, ich sag mal, Lügengeschichten mächtig unter Christen gewirkt hat. Und bevor wir in diesen grauen Bereich kommen, also diese konstantinische Wende 313 nach Christus, möchte ich euch ganz kurz mal noch sagen, und erklären, woran die Menschheit damals geglaubt hat. Das Römische Reich war sehr groß. Ich habe auch hier ein Bild mitgebracht. Ja, da seht ihr das. Da ist das Römische Reich in vier Teile geteilt. Das war die sogenannte Tetrarchie, die Diokletian eingerichtet hat, weil das Reich einfach immens gewachsen ist. Also ihr seht, da ist Afrika dabei, Iran, Irak. Ja, da sind teilweise sogar wirklich nach Asien reingereicht. Das war ein riesiges Reich, nicht ganz so groß wie die UN heute, aber sehr groß für damalige Verhältnisse. Und in dieser Zeit hat Diokletian, weil es so groß war und instabil, das Reich in vier Teile geteilt. Ihr seht das hier, ja, das ist einmal der Diokletian den westlichen Teil, dann der Galerius, sein Mitkaiser, den östlichen Teil und dann unten drunter waren dann sozusagen untergeordnet noch zwei Kaiser. Das war der Konstantinius, der Vater von Konstantin. Und auf der anderen Seite seht ihr den Maximian. Das sind so die großen, wichtigen Kaiser zu dieser Zeit, wo, wohlbemerkt, die Christenverfolgung fast ihren Höhepunkt hatte. Und jetzt kommt was Witziges, ihr Lieben.
Ich hoffe, ich bringe euch ein bisschen zum Lachen, weil es eigentlich sehr traurig ist. Aber da merkt man mal, um zu wissen, was die konstantinische Wende gebracht hat. Und was ist die konstantinische Wende? Ist, dass das Christentum Staatsreligion wurde. Das Christentum, wir werden das sehen, auch in den nächsten Videos, sehr, sehr krass. Das Christentum hat die Regierung nicht nur beeinflusst, sondern kontrolliert. Freiwillig. Und um zu verstehen, was diese Veränderung, die dann kam, bedeutete, möchte ich euch kurz mal einführen, was haben denn die Menschen damals geglaubt in dieser Tetrarchie? Der Diokletian zum Beispiel, der war ein großer Verfechter dieser Religion. Der Maximian auch. Und besonders sein Sohn, den wir auch noch mal richtig gut kennenlernen, den Maxentius, den seht ihr da auch unten drunter geschrieben, ja, die waren Verfechter dieser römischen Religion, die meines Erachtens wieder zurückgekommen sind. Alle Götter sind wieder da. Werden nur nicht so genannt. Und jetzt beschreibe ich euch mal, und jetzt werdet ihr lachen, an was die geglaubt haben. Dagegen hat ja das Christentum gestanden, ne? Dass Gott die Welt erschaffen hat. Ja, das haben die dann alle, das Christentum hier reingebracht. Und hier in dieser Religion hat man an Folgendes geglaubt. Man hat geglaubt, dass es einen Uranus, also übrigens, die griechische Götterwelt, die ist der römischen Götterwelt eigentlich ziemlich genau gleich, nur dass die Namen sich verändert haben. Ja? So, also dieser Uranus, im Römischen hieß der Zaelus, der war der Gott des Himmels. Und dann gab es Gaia bzw. Terra, die Göttin der Erde. Die beiden hatten ein Verhältnis miteinander und haben Kinder gekriegt. Und jetzt fängt es schon an. Jetzt fängt es schon an. Dieser wundervolle Uranus, dieser wundervolle Gott der Römer, der hatte Angst, dass seine Kinder, der sah plötzlich dann andere Götter, und er hatte Angst, weil irgendwie, er hat da gehört, eine Prophezeiung, dass die Kinder den Uranus stürzen würden. Also sie würden dann irgendwann mal an die Macht kommen. Und was er dann gemacht hat, ist kurzerhand jedes Kind einzeln in die Unterwelt hinabzustürzen und dort einzusperren. Also wunderbare Vorbilder, diese Götter, oder? Würde ich mal so sagen. So sollten wir doch mal mit unseren Kindern umgehen, wenn sie an unseren Thron rütteln. Ja, und die Gaia, die war dann so natürlich entsetzt, ja, und sie hat dann, als die Göttin rettet, dann ihre Kinder vor ihrem ganz schlimmen Vater, kennen wir auch irgendwoher, die bewahrt sich einen auf. Und das ist der Kronos. Kronos bzw. römisch Saturnus, der wird von dann seiner Mutter beeinflusst. Ich finde das ganz interessant, diese Familiendynamiken und irgendwie, ich weiß nicht, aber kennt ihr die irgendwo her? Ja? Also Gaia die Mutter und Saturnus sagt, also du musst da irgendwas mit deinem Vater machen. Und was der kurzerhand macht, ist schnipp, schnapp, er schneidet die Genitalien seines Vaters ab, damit er jetzt nicht noch mehr Kinder kriegt und die dann in die Unterwelt kommen. Also, okay. Also, haben wir da nicht irgendwas mal gehört mit Genitalien abschneiden? Hm? Ah, habe ich vergessen. Gut, dann ist natürlich dieser Saturnus dann an die Macht gekommen und er heiratet seine Schwester, Rhea. Sie kriegen wieder Kinder, ja, also wieder neue Götter. Jetzt hat der Saturnus tatsächlich, ich glaube, das nennt man Trauma, das gleiche Trauma wie sein Vater und hat Angst, dass seine Kinder ihn vom Thron stürzen. Der sagt, naja, ich stürze die nicht in die Unterwelt, ich mache das anders, ich verschlinge die. Weil nicht, dass die Rhea da nochmal ein Kind rettet, das hatten wir ja schon. Okay, also er verschlingt diese Kinder und Rhea stürzt sich natürlich wieder auf ihre Kinder, will ihre Kinder retten. Und dann hat sie den nächsten Sohn, und zwar Jupiter bzw. Zeus im Griechischen. Und sie wickelt eine Windel um einen Stein und gibt ihn ihrem Ehemann und sagt, das ist der Jupiter bzw. Zeus, verschlingt ihn. Und er verschlingt ihn, er verschlingt aber einen Stein. Heimlich zieht sie den Jupiter auf. Und was macht der Jupiter? Der Jupiter stürzt seinen Vater vom Thron. Und Jupiter ist dafür bekannt, dass er die größten und dollsten Affären hatte.
Also man kann sich vorstellen, der hat sich sexuell, da war die sexuelle Revolution, die war überhaupt nichts Neues. Da war die im vollen Gange. Also wirklich, diese Geschichten, der hat darunter war ein hübscher trojanischer Jüngling, ja, also Homosexualität, Pädophilie, total normal in der römischen Götterwelt. Das war nichts Besonderes. Da hat übrigens auch interessant dieser Jupiter die Europa, das war nämlich auch eine junge, hübsche Frau, tatsächlich verführt, indem er sich zu einem Stier umgewandelt hat. Übrigens diese wundervolle Statue mit dieser wundervollen Geschichte, die uns allen ja ein wundervolles Vorbild sein sollte, steht sogar am Europaparlament. Könnt ihr da sehen. Riesengroße Stier und Europa sitzt da drauf und alle denken, wow, was für eine tolle Kultur wir da haben und tolle Wurzeln. Was der Jupiter einfach gemacht hat, er hat die dann geklaut sozusagen und hat sie dann, ja, könnte sagen, sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, hat sich damit ihr vereint auf einer Insel. Das ist nur so eine kleine Nebengeschichte. Und man kann jetzt eigentlich sagen, ich könnte einfach weiter erzählen. Es ist nicht besser, sondern immer schlimmer geworden. Da gab es nämlich noch, das war dann richtig schlimm eigentlich, die Genitalien vom Uranus, die sind ja ins Meer gefallen und dann hat es geschäumt und da kam eine Aphrodite raus, das ist die Venus dann bei den Römern. Und die war ja dann zeitlebens dieser Götterreligion dafür zuständig, dass Menschen sich da verliebt haben und Affären entstanden sind. Ja, also Eros, dafür ist die zuständig, ja. Also ihr seht schon, ich stelle das jetzt so ein bisschen lustig dar und wenn man mal so ein bisschen hinhört, dann denkt man, also heutzutage ist das alles nicht so weit weg. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn die ganzen Römer, das waren ja, also da waren ja überall Tempel, Aphrodite war die Göttin, die angebetet wurde. Da ist man hingegangen, um zu bitten, entweder die Frau, die man da gerade hatte, dass die fruchtbar wird oder die Affäre, die man gern hatte, dass die gelingt. Weil die Männer, die durften fremdgehen, die Frauen damals nicht. Und Tempelprostitution war auch ganz gewöhnlich. Ja, damit hat man sich mit den Göttern vereint und sie besänftigt, indem man da mit den Tempel Priesterinnen waren das manchmal, also Tempelhuren, wie auch immer man sie genannt hat, dann vereinigt hatte. Also das war der Zustand und jetzt kann man natürlich vorstellen, wir hatten ja letztes Mal die beiden Märtyrerinnen und denen wurde ja ein Gewand angezogen, damit sie als Opfer dieser Götter dienen. Könnt ihr euch daran erinnern? Und jetzt mit dieser ganzen Geschichte wird einem natürlich klar, woher das Ganze kommt. Woher es kommt, dass die ganze Gesellschaft so eine Freude an Brutalität hatte. Ja klar, wenn die Götter, die wir anbeten, so sind, ja, das färbt ab. Es ist eine ganz normale psychische Reaktion. Gut, was ist denn da passiert? Jetzt ist diese Geschichte von Konstantin und dann werde ich auch eine, hiermit werde ich das ganze Video mal ein bisschen abschließen, weil wir wollen im nächsten Video mal gucken, was der Konstantin dann gemacht hat. Also das ist richtig spannend, ja. Also was ist da mit dem Konstantin passiert, dass der plötzlich das Christentum eingeführt hat? Und da gibt es wirklich viele, ich habe geguckt, also viele, vor allem in den letzten ein, zwei Jahrhunderten, die versuchen zu erklären, dass der Konstantin das ja nur aus politischem Kalkül gemacht hat. Ja, da gibt es riesige Abhandlungen. Ja, das Christentum wäre so groß, wenn da wären so viele aus der Elite und das war alles. Und dann eine Abhandlung war, das war das Beste, um das Land zu vereinen. Und das Römische Reich war so zersplittert. Ihr Lieben, sorry, aber das ist wirklich eine absolute Lüge. Ich nenne gleich die Fakten, okay? Es kann nicht sein, dass Konstantin deshalb den christlichen Glauben, also er hat ein Edikt erlassen, ein Toleranzedikt, so nennt man das,
dass das Christentum zuerst eine anerkannte Religion war im Reich. Und wir werden auch im nächsten Video Auszüge aus Konstantins Reden haben, damit ihr mal wirklich seht. Ich habe immer Originaltexte genommen, was Konstantin wirklich gesagt hat. Und das sagt sehr viel über ihn. Aber dass er das einfach aus politischen Gründen macht, ist meines Erachtens einfach eine Lüge. Es ist falsch. Aber man dreht und wendet sich natürlich. Man will auf keinen Fall, also was man auf jeden Fall verhindern will, ist irgendwie den Anschein oder nur den Gedanken zu wecken, dass das Christentum, sobald es sich mit dem Staat, mit der Regierung verbunden hat, durch Konstantin, etwas Gutes bewirkt hat. Das will man verhindern. Das ist das Einzige. So. Also, erstens, das Christentum war klein. Zweitens, es war massivst verfolgt. Wenn man Bischof war, war das sozusagen ein Todesurteil. Und drittens, nachdem Konstantin sich nämlich bekehrt hatte, und es gibt eine Bekehrungsgeschichte, ja, und wir haben die schwarz auf weiß nicht nur von Konstantin, sondern von Eusebius, einem der wichtigsten und größten Geschichtsschreiber überhaupt. Da werde ich auch im nächsten Video mehr darüber sagen. Als Konstantin sich bekehrt hat, ist er nämlich von allen Kaisern massivst verfolgt worden. Da waren so viele Gegner und es ist auch erwiesen, dass das Christentum nicht in der Oberschicht angekommen ist, weil das war überhaupt nicht erlaubt. Die sind sofort umgebracht. Also wie heute in der Oberschicht gibt es ja nur Leute, die im Mainstream sind. Sobald da jemand irgendwie anders denkt, was wird mit dem gemacht? Der wird gecancelt. Und damals ist der, wäre der umgebracht worden. Es kann gar nicht sein, dass es war, de facto, es war kein Vorteil für Konstantin. Erstmal faktisch. Es war ein Todesurteil. Aber was ist denn da passiert? Es gibt eine Geschichte, also es gibt zwei Quellen. Die eine Quelle gucken wir uns im nächsten Video an. Und die andere gucken wir uns in diesem Video als Abschluss an. Konstantin war der Sohn von Konstantinius, also habt ihr eben gesehen, einer dieser Unterkaiser. Und als der gestorben ist, ist dann Konstantin drangekommen. Das war 306 nach Christus. Und dieser Konstantin war an sich ein sehr guter Mensch. Gibt es auch ohne Gott, gibt es gute Menschen, die haben ein gutes Herz, ja, gibt es viele von denen, die sind auch offen für Gott, die sind gottesfürchtig. Eusebius, werden wir, wie gesagt, im nächsten Video mal tiefer drauf eingehen, er hat gesagt, er war sogar außergewöhnlich suchend nach Gott. Und als Konstantin dann diesen einen Teil dieser Tetrarchie unter sich hatte, wurde er schwer krank. Und jetzt ist es sehr, sehr spannend, ihr Lieben. Diese Geschichte ist über eine Zeit lang sogar verboten worden, aber als Fälschung herausgegeben. Also man hat öffentlich, hat man sich geeinigt darauf, irgendwann mal, damals, später, nach dem grauen Feld, da habt immer das graue Feld im Blick, ja. Und dann gab es dann diese Veränderung dann zu dieser Neuzeit, ja. Wie neu und schön, hat man sich also daran gemacht, dass man vor allem diese Geschichte nicht wollte. Viele Geschichten von Konstantin, da streitet man sich ein bisschen drüber, aber da schreiben viele drüber, aber diese Geschichte will man nicht. Und es gibt einen Grund, warum man sie nicht will. Weil sie mit das Gefährlichste, die gefährlichste Wahrheit für die heutige Zeit, wie ein Ei in sich trägt. Konstantin wurde krank und er hatte Lepra. Und ich habe das schon mal in einem Video geguckt, ihr könnt das gesagt, Silvester. Aber ich will es hier noch mal kurz erklären, weil das eine packende Geschichte ist. Und er schreibt persönlich in einer großen Urkunde, ganz persönlich, schreibt er, was da passiert ist. Und ich möchte euch das jetzt mal vorlesen, ihr Lieben. In der konstantinischen Schenkung, die teilweise verboten war, heute einfach als Fälschung, immer mit Warnzeichen, Fälschung, 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 ja,
schreibt er Folgendes. Denn als der starke Aussatz einer Infektion das gesamte Fleisch meines Lebens befallen hatte und die Behandlung vieler herbeieilender Ärzte zur Anwendung kam, ich aber nicht einmal dem Versuch eines einzigen von ihnen meine Heilung verdankte. Da kamen auch noch die Priester des Kapitols herzu, die behaupteten, für mich müsse ein Brunnen auf den Kapitol gegraben werden und dieser müsse mit dem Blut unschuldiger Kinder gefüllt werden. Und dadurch, dass ich in diesem warmen Blut bade, könnte ich gereinigt werden. Ihr habt das schwarz auf weiß. Konstantin weigert sich. Und er schreibt das alles als Zeugnis auf. Und wenn man, ich habe jetzt konstantinische Reden mit dieser hier verglichen, ich sehe keinen Unterschied. Diese, in dieser benannten Zeit, säkularisierten Zeit, hat man ja dann an der Sprache beweisen wollen, dass das nicht der Konstantin war. Naja, okay. Und was er dann macht, und als man diesen Spruch gemäß zahlreich unschuldige Kinder gesammelt hatte, als die frevlerischen Heidenpriester, er hat sich danach ja schon bekehrt gehabt, sie dahin schlachten und mit ihrem Blut den Brunnen füllen wollten, da schreckte ich, als unsere Milde die Träne von deren Müttern sah, vor der Untat zurück. Und voller Mitleid mit ihnen ordneten wir an, jenen ihren eigenen Söhnen wieder zurückzugeben. Und voller Freude über Wagen, die wir ihnen mitgaben und über Geschenke, die wir ihnen gewährten, entließen wir zu ihren Familien. Nach dem folglichen Tag dieser Tage zu Ende gegangen war, sobald nächtliche Stille eingetreten war, als die Zeit des Schlafes herbeigekommen war, waren die heiligen Apostel Petrus und Paulus gegenwärtig und sprachen zu mir. Da du ja den Schandtaten ein Ende gesetzt hast und vor dem Vergießen unschuldigen Blutes zurückgeschaudert bist, sind wir von Christus, dem Herrn, unserem Gott, gesandt worden, dir ein Rat zur Wiedergewinnung deiner Gesundheit zu geben. Der Rat war, geh zu Silvester, deswegen feiern wir Silvester, ihr Lieben, und hole ihn, der hatte sich in eine Höhle versteckt wegen der Verfolgung, er sollte umgebracht werden, und er sollte 7-mal den Konstantin untertauchen. Und er sollte, ich lese es nochmal vor, wenn dies vollzogen sein wird und du deinem Erlöser dies als Gegenleistung erstattest, dass alle Kirchen und im ganzen Erdenrund auf dein Geheiß wiederhergestellt werden, dann allerdings reinige dich selbst in folgender Hinsicht, dass du, indem du alle irrgläubigen Götzenverehrung verlässt, dem lebendigen und wahren Gott, der alleine und wahrhaftig existierst, anbetest und verehrst, um an seinem Willen zu rühren. Als ich also vom Schlaf aufstand, handelte ich zunächst demgemäß, wozu ich von dem heiligen Aposteln ermahnt worden war. Und da mir insbesondere unser geistig nährenden Vater und erleuchteter Silvester, der Papst aller Beistand, teilte ich ihm alle Worte, die mir von den heiligen Aposteln aufgetragen war, mit und wir fragten in voller Zweifel, was für Götter das seien, dieser Petrus und jener Paulus. Jener aber sagte, nicht dürfe man sie Götter nennen, sondern Apostel unseres Erlösers, unseres Herrn, Gottes, Jesus Christus. Und wir begannen wieder eben diese seligsten, ich fragte, ob jemand von diesen beiden Aposteln ein genaues Bild besäße, um anhand dieses Bildes zu verifizieren, ob es die seien, die Offenbarung gezeigt hatte. Da ließen eben der verehrenswerte Vater durch seinen Diakon Bilder eben dieser Apostel hervorholen. Und als ich mir diese ansah und von denen, die ich im Schlaf gestaltet gesehen hatte, sogar in diesen Bildern noch die Gesichter erkannt hatte, bekannte ich mit gewaltigem Geschrei vor all meinen Staatshaltern, dass es genau die seien, die ich im Schlaf gesehen hatte. Und dann kommt das weiter. Also sehr, sehr spannend zu lesen. Ich lese mal nur Auszüge. Durch Schlafentzug, Fasten und Weinen sowie durch Gebete bei dem Herrn, unseren Gott, Jesus Christus, dem Erlöser, sollte ich Fürbitte leisten. Auch das finde ich klasse. Also bei uns, wenn bei uns das so wäre, ja, Olaf Scholz liegt krank und
Es geschieht tatsächlich mal, dass ein Pastor hingeht und ihm sagt, wenn du dich bekehrst, so, dann wird man doch sagen, boah, weißt du was, halte nur die Hand hoch, bete das Übergabegebet und alles ist gut. Dem war damals nicht so. Er musste fasten, er musste weinen, er musste Schlafentzug haben, also dem wurde die Hürde richtig hochgesetzt. Nicht wie heute möglichst niedrig, damit jeder sich bekehrt, sondern möglichst hoch. Und das hat er dann getan. Und dann heißt es hier weiter, dann nach Handauflegung durch die Kleriker, bis ich dann vor ihnen selbst dem Vorgesetzten trat und indem ich dem Pomp des Satans und seinen Werken und auch allen von Hand gemachten Götzenbildern abschwor, bekannte ich, dass ich an Gott, den allmächtigen Vater, glaube, den Schöpfer des Himmels und der Erde, des Sichtbaren und Unsichtbaren und an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist vom Heiligen Geist und der Jungfrau Maria. Dies bekannte ich mit freiem Willen vor allem Volk, also seinem Staatsvolk da, den er da hatte im Palast. Und dadurch, dass ich dreimal in der gesegneten Quelle dort eintauchte, reinigte mich das Wasser des Heils. Und er wurde gesund. Was er daraufhin tat, ist, hier heißt es weiter, wendet euch her zu, ihr Mächtigen, und richtet das Herzensohr darauf, was der guten Lehre und der Herr seinem Schüler hinzugefügt, indem er sagt, und ich werde dir die Schlüssel des Königreiches der Himmel geben, alles, was du binden wirst auf Erden, das wird auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du lösen wirst auf Erden, das wird auch im Himmel gelöst sein. Das ist überaus erstaunlich und großartig, das auf Erden zu binden und zu lösen bedeutet, auch im Himmel gebunden zu sein. Und dann kommt eine sogenannte konstantinische Schenkung. Indes wollen wir das ganze Volk aller Stämme und Nationen über den ganzen Erdenrund hinweis, dass wir innerhalb unseres Lateranpalastes eben den Erlöser, unseren Herrn Gott Jesus Christus, eine Kirche haben erbauen lassen, von dem Fundament an mit einer Taufkapelle. Und ihr sollt wissen, dass wir für ihre Fundamente gemäß der Anzahl der 12 Apostel 12 Körbe voller Erde auf unseren eigenen Schultern hingetragen haben, dass diese unantastbare Kirche als der Hauptsitz und Scheitel aller Kirchen im gesamten Erdenrund genannt, verehrt und gepredigt werde. Haben wir als unantastbar so festgelegt, wie wir es auch durch unsere anderen kaiserlichen Verordnungen festgesetzt haben. Und dann kommt es, und dann, das ist das Gefährliche in dem Ei drin, und übergeben ihn von jetzt an den Christen, Kirche, an den Palast unseres Reiches, nämlich den Lateranpalast, der vorzüglich und köstlicher ist als alle Paläste auf dem gesamten Erdenrund. Und dann übergeben wir ihm das Diadem, das heißt die Krone unseres Hauptes. Zugleich auch Tiara und ja auch das, was auf meinen Schultern liegt. Das heißt, das zierliche Band, das dem Hals des Kaisers umgelegt zu werden pflegt. Und sogar den purpurnen Mantel und das scharlachrote Hemd und alle kaiserlichen Gewände und wohl auch Würde und Recht auf eine kaiserliche Reitergarde. Womit wir auch sowohl die kaiserlichen Zepter als auch zugleich Piken und Feldzeichen, auch Banner und verschiedene kaiserliche Auszüge übergeben und die gesamte Prozessionsordnung der kaiserlichen Hoheit und dem Ruhmglanz unserer Macht übergeben wir der Kirche. So, und das steht dann hier, soll bis zum Schluss, also er macht das hier wirklich in höchsten Tönen, sagt er immer wieder, alle Nationen, alle Völker, in alle Ewigkeit, das ganze Ehrenrund soll Jesus Christus gehören. Aber in Bezug auf all das, was wir durch diese, unsere kaiserliche heilige Festlegung und durch andere kaiserliche göttliche Erlasse festgesetzt und bekräftigt haben, entscheiden wir, dass es auf ewig bis zum Weltende ungeschmälert und unangefochten gelten soll. So, und das ist der Grund. Diese Urkunde wurde danach anerkannt. Es wurde ab dem Zeitpunkt, wir werden das, wie gesagt, Video für Video durchgehen, durch Höhen und Tiefen natürlich, wie in einem spannenden Krimi, möchte ich schon fast sagen, ja. Aber diese Urkunde wurde erst 1500, als diese Säkularisierung begann,
von einem Lorenzo Valla. Angezweifelt und vor Gerichte beschlossen, dass diese Urkunde gefälscht ist. Das muss man nämlich wirklich mal reinziehen. Und wenn man das so liest, ich weiß nicht, wie es euch geht, da denke ich mir, also was richtig gefälscht ist, das klingt irgendwie anders. Also hier übergibt der Kaiser Konstantin die Macht und Herrschaft der ganzen Welt, des ganzen Römischen Reiches auf ewig der Kirche Jesu Christi. Und das hat alles verändert. Und was sich da verändert hat, werden wir im nächsten Video anschauen. Aber eins ist sicher, ob du dieser Geschichte glaubst oder nicht, und es gibt noch viele andere Geschichten von Konstantin, ob du ihr glaubst oder nicht, ja? Kann sein, dass du sagst, ja, das kann nicht sein. Ja. Aber ich sage dir mal eins, das Ergebnis daraus, was danach passiert ist, das ist Fakt, das ist keine Fälschung. Die ganzen Veränderungen von diesem roten in diesen grauen Bereich. Im Prinzip die größte Erweckung der ganzen Weltgeschichte ist nicht zu verleugnen. Ich bin gespannt, was du daraus machst. Aber für mich persönlich ist das die Kraft Gottes, der Plan Gottes und das, was Gott prophezeit hat. Amen. Alles drunter und drüber. Auf zur Bibel für Antworten. Mal sehen. Offenbarung. Ja, was hier alles geschrieben steht. Diese Bilder, die Gleichnisse, wie soll man die verstehen? Das ist doch in Rätseln geschrieben. Ist das überhaupt noch für uns? Hilf mir, Herr. Warte mal. Was denn das? Die Offenbarung des Johannes, einfach entschlüsselt. Lesen kann nicht schaden. Oh, jetzt macht alles Sinn. Ja. Das ist ein guter Vergleich. Ja, da wird es schlüssig. So spannend, lass sehen. So vieles. Ich dachte, es wäre alt und verstaubt. Jetzt macht alles Sinn. Jetzt wird es lebendig. Das würde heißen, ja stimmt. Endlich. Jetzt verstehe ich, was Offenbarung mir sagen will. Es ist nicht alles verloren. Es läuft alles nach Gottes Plan. Bei ihm bin ich sicher, denn er ist König. Wenn es dir ähnlich geht, die Endzeit bedrohlich wirkt und die Welt verloren scheint, dann besorg dir noch heute das Buch Die Offenbarung des Johannes einfach entschlüsselt von Inga Margareta Hase.